Aus unserer Serie Religionsgemeinschaften im Außerfern bin ich heute zu Gast bei der Neuapostolischen Kirche. Neben mir der Priester Peter Dannenberg. Dankeschön, dass Sie Zeit nehmen, sich das Gespräch mit uns zu führen. Sehr gerne. Herr Dannenberg, Statistik. Wie viele Mitglieder habt ihr in Österreich, in Tirol, bei uns in Reutte? Ja, beginnen wir vielleicht zuerst in Reutte. Wir sind im Bezirk 35 Mitglieder. Und wir haben zwei Amtsträger, zwei priesterliche Ämter, einen Kollegen, der seit kurzer Zeit bei uns in der Gemeinde ist, und meine Wenigkeit, der noch zusätzlich Vorsteher der Gemeinde Reutte ist. In Österreich haben wir ca. 5.100 Mitglieder. Wir haben insgesamt 49 Gemeinden in Österreich. Und wenn wir noch ein bisschen größer schauen, die Neuapostolische Kirche ist eine internationale Kirche, und international haben wir ca. 9 Millionen Mitglieder in ungefähr 60.000 Gemeinden. Was unterscheidet die Neuapostolische Kirche gegenüber den Moslems, den Buddhisten oder anderen religiösen Gemeinschaften? Ja, vielleicht sprechen wir überhaupt über die Gemeinsamkeiten zuerst. Wir sind eine christliche Glaubensgemeinschaft. Wir bekennen uns zur Dreieinigkeit Gottes. Also ein Gott, drei Persönlichkeiten. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir bekennen uns zum Apostolikum, das beim Konzil zu Nicäa bzw. Konstantinopel vereinbart worden ist. Und wir bekennen uns auch zur Basisformel der ökumenischen Kirchen. Das sind einmal die Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede findet man dann sehr stark bei uns auch im Glaubensbekenntnis. Unser Glaubensbekenntnis besteht aus, ja, wir sagen dazu, 10 Glaubensartikeln. Die ersten Glaubensartikel befassen sich eben mit der Dreieinigkeit Gottes, mit dem Glauben an Gott, den Vater als den Schöpfer, Jesus, den Sohn Gottes, der das Opfer gebracht hat und der uns den Weg zum Heil zeigt, und den Heiligen Geist. Die weiteren Glaubensartikel befassen sich bei uns mit dem Apostelamt. Jesus hat die Kirche aufgestellt, hat die Kirche gegründet. Und unser Glaube ist es, dass er dazu die Apostel und das Apostelamt geschenkt hat. Weiters glauben wir, dass aus diesem Apostelamt die Amtsträger berufen werden. Die Amtsträger bei uns in der Neuapostolischen Kirche sind alle ehrenamtlich und werden eben durch den Apostel berufen und erhalten dort von ihm die Vollmacht. Die weiteren Glaubensartikel befassen sich mit den Sakramenten, die bei uns in der Kirche eine wesentliche Rolle spielen. Die heilige Wassertaufe, die heilige Versiegelung, also die Spendung des Heiligen Geistes durch einen Apostel, und das heilige Abendmahl. Diese drei Sakramente sind bei uns in der Kirche das Zentrale und zeigen den Weg zum Heil, sind also notwendig, um das Heil Gottes, das Heil Jesu zu empfangen. Die weiteren Glaubensartikel befassen sich mit der Wiederkunft Jesu. Wir glauben an seine Wiederkunft, wir glauben an seine baldige Wiederkunft. Wir glauben daran, dass Jesus wiederkommen wird, um die, die sich an ihn ausgerichtet haben, zu sich zu holen, um danach das tausendjährige Friedensreich aufzurichten, um anschließend das Endgericht zu halten. Und der 10. Glaubensartikel befasst sich eigentlich mit der Neuapostolischen Kirche als Stellung in der Gesellschaft. Wir glauben, dass wir auch der Obrigkeit, dem Staat, verpflichtet sind. Über allem steht aber, zuerst Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Um das etwas zusammenzufassen in der Frage, da geht es nämlich jetzt um den Kern eurer Glaubensgemeinschaft. Was ist so der Kern von euch? Der Kern ist, dass Gott hat den freien Willen gegeben. Wir dürfen selber entscheiden. Und er gibt uns die Möglichkeit, er zeigt uns auf, wie wir unsere Entscheidungen treffen können. Und das Wesentliche in unserer Kirche ist es, dass wir diese Entscheidung mit Gott treffen. Wir gestalten unser Leben tagtäglich unter der Frage, wie würde Jesus reagieren? Wir stellen die Liebe Gottes in den Mittelpunkt. Die Liebe zu Gott selbst, aber auch die Liebe zu unserem Nächsten. Das ist auf gleicher Ebene. Jesus selbst hat dieses Gebot gegeben. Du sollst Gott, deinen Vater, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.
So kann man diese wesentlichen Merkmale eines neuapostolischen Christen zusammenfassen. Was bedeutet dann der Glauben im Leben eines Menschen? Dass wir bemüht sind, das, was Jesus, was Gott uns gezeigt hat, was Jesus uns vorgelebt hat, was uns der Heilige Geist zeigen möchte, in die Tat umzusetzen, in unser Leben einzubauen. Jeden Morgen aufzustehen und Jesus mitzunehmen, Gott mitzunehmen und so zu handeln, wie er es tun würde. Der interreligiöse Dialog, ist er für euch wichtig und wenn ja, welche Rolle spielt er? Der ist für uns sehr wichtig. Wir, die Neuapostolische Kirche, ist Teil der Ökumene, gerade auch in Österreich. Und wir suchen auch diesen Kontakt. Wir suchen den Kontakt zu anderen Glaubensgemeinschaften, den Kontakt zu anderen christlichen Glaubensgemeinschaften, denn das ist es, was uns verbindet. Der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an Gott. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir uns austauschen und miteinander den Kontakt suchen. Die Perspektiven in der Kirche von heute, wie sieht es da in eurer Gemeinschaft aus? Die Perspektive bei uns, ja, wir wollen uns jeden Tag der Verantwortung stellen, die wir haben. Das ist einmal das Erste. Jeder neuapostolische Christ will sich der Verantwortung stellen, die wir haben, gegenüber auch der Schöpfung. Das ist das eine. Wir wollen auch unseren Stellenwert tagtäglich hinterfragen. Wir wollen helfen. Das sind so unsere Perspektiven auch. Die Perspektive als Kirche, ja, wir schauen immer positiv in die Zukunft. Dass unser Glaube an Gott, der himmlische Vater, er wird seinen Plan erfüllen. Er hat seinen Plan schon lange gemacht und er wird ihn erfüllen. Und das ist unsere Perspektive. Er lässt sich davon nicht aufhalten. Und das ist es, woran wir glauben. Das ist es, wo wir unsere Hoffnung setzen und worauf wir bauen. Das ist unsere Perspektive. Gibt es bei euch Schwerpunkte? Ich denke da zum Beispiel an die Mission oder an die Familie. Die Mission ist eines unserer Schwerpunkte, das stimmt. Wir haben eine Mission formuliert, um uns als Kirche auch zu definieren. Die Mission ist, dass wir allen Menschen zeigen wollen, mit einfachen Worten, dass es Gott gibt. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern in erster Linie auch mit Taten. Wir wollen den Menschen das Heil zeigen, den Weg zum Heil, den Weg zu Gott. Aber nicht in einem Zwang oder mit einer Doktrin, sondern immer im Hinterkopf, dass jeder Mensch seine eigenen Entscheidungen trifft. Aber wir wollen es zeigen, das ist unsere Mission. Ein weiterer Schwerpunkt sind natürlich unsere Gemeinden. In unseren Gemeinden spielt sich das Leben ab. Unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster sozialer Stellung treffen sich in den Gemeinden. Und in diesen Gemeinden herrscht Harmonie, herrscht Liebe. Und das ist es, worauf wir auch schauen, was unser Ziel eigentlich auch ist, wo wir unseren Schwerpunkt setzen. Wir wollen alle integrieren. Das beginnt bei den Kindern, indem wir ihnen im Religionsunterricht die Grundwerte unseres Glaubens vermitteln. Das geht über die Jugendlichen, die regelmäßig sich treffen, regelmäßig sich über den Glauben austauschen, aber auch durchaus Themen diskutieren, die das Leben betreffen. Gerade die Jugend ist sehr stark davon betroffen, Lebensfragen zu entscheiden. Und das wird gemeinsam diskutiert. Wir musizieren viel. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Kirche, die Musik, auch in den Gemeinden. Und auch bis hin zu den Senioren. Auch dort wollen wir die Gemeinschaft pflegen. Der Schwerpunkt ist also die Gemeinde. Wie erleben Sie Ihre Bemühungen im Bezirk? Abwartend, tolerant oder ablehnend? Also eines vorweg, ablehnend kann ich nicht bestätigen. Vieles ist abwartend, aber ich erlebe auch sehr viel Toleranz. Und das finde ich persönlich sehr angenehm und freut mich persönlich sehr. Gibt es bei euch in der Religionsgemeinschaft irgendwelche Symboliken
Feiertage, sonstiges? Wir feiern die christlichen Feiertage, die wir alle kennen. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern. Besonders hervorzuheben ist bei uns der Karfreitag, den wir ganz besonders feiern. Was wir noch darüber hinaus zusätzlich feiern als neuapostolische Christen, ist dreimal im Jahr ein besonderer Gottesdienst für unsere Verstorbenen, der jedes Quartal einmal stattfindet. Zum Abschluss hätte ich noch einen kleinen Wortrap vorbereitet. Da wäre ich froh um kurze, benannte Antworten. Was bedeutet für Sie Fasten? Für mich keine Rolle. Der Tod? Es geht weiter. Der Zwang? Nicht notwendig. Das Gebet? Wichtiges Kommunikationsmittel. Frauen in der Kirche? Absolut notwendig. Schöpfungsverantwortung? Für jeden Christen ein Muss. Die Nächstenliebe? Etwas, was uns jeden Tag bewegen muss. Kirche und Politik? Gehört nicht zusammen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen und der Glaubensgemeinschaft alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.